Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 14. September. Heute haben wir dabei TikTok, Spotify, Samsung, Nvidia und Tesla. Beginnen tun wir mit TikTok. Das hatte Martin ja auch am Freitag im Daily. Da steht ja der Verkauf an, der von Präsident Trump da angetrieben wird. Und die Deadline müsste heute, glaube ich, sein. Microsoft hat auch ein Angebot abgegeben für das US-Geschäft von TikTok. Und ByteDance hat abgelehnt. Ja. Und jetzt schaut es wohl aus, dass die mit Oracle zusammenarbeiten werden und nicht an Oracle verkaufen, aber Oracle die Cloud-Infrastruktur dann bereitstellt. Und jetzt müssen die sich einigen, ob der Kompromiss für die US-Regierung so okay ist. Bleibt also auf jeden Fall spannend und mich würde es nicht wundern, wenn wir diese Woche dazu noch etwas hören würden. Ja, nächstes Thema, Spotify. Die testen ein neues Feature und zwar eine automatische Einstellung der Streaming-Qualität. Sprich, das ist wohl schon im Programmcode und ein paar Leute haben es auch freigeschaltet bekommen. Das bedeutet, wenn ihr unterwegs seid mit 4G, 5G meinetwegen, LTE oder noch schlimmer mit Edge, dann würde sich entsprechend auch die Streaming-Qualität anpassen. Also ihr könnt es auch einstellen, automatisch oder runter daddeln. Und natürlich ist es halt auch für eure Daten schonend, dann entsprechend geringere Qualität, geringere Daten. Also, ja, ob man das heute in den Tagen der Flatrates, obwohl Flatrates sind ja auch nicht so richtig flat, aber mit den ganzen freigeschalteten Stream-On-Angeboten braucht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ein paar wird es bestimmt freuen, von daher gute Funktion. Man kann sie aktivieren, man muss sie ja nicht aktivieren, wenn sie dann da ist. Ja, morgen haben wir das große Apple-Event. Da werden ja eventuell auch neue iPhones vorgestellt, die später im Jahr kommen sollen. Und jetzt hat Samsung dann auch nochmal gesagt, wir haben auch nochmal ein Samsung Unpacked-Event. Und zwar am 23. September um 16 Uhr unserer Zeit, glaube ich. Da wollen die dann neue Galaxies vorstellen und anscheinend wohl ganz konkret eigentlich das Galaxy S20 FE. Steht, glaube ich, für Fan Edition, stand auf manchen Seiten. Naja, wir wissen es dann am 23. September in dem entsprechenden Event. Ja, nächstes Thema. Nvidia. Die haben sich jetzt mit dem japanischen Unternehmen Softbank geeinigt, dass sie den Prozessoranbieter ARM für 40 Milliarden US-Dollar kaufen. Ja, das Gesamtvolumen von diesem Deal ist halt ein Mix aus Cash und aus Aktien und es soll wohl immer noch ein kleiner Prozentsatz weiter bei Softbank bleiben. Ansonsten ist alles bei Nvidia dann und die haben ihr Portfolio so ein bisschen rund gemacht dadurch. Ist ja nicht so, dass ARM nicht unter Druck stehen würde, schon allein dadurch, dass Apple ja jetzt ihre eigenen Chips produziert oder produzieren will. Und eventuell erfahren wir da ja auch morgen beim Apple-Event mehr dazu. Und letztes Thema für heute ist eigentlich ganz interessant. Die Tesla Supercharger in Europa haben es anscheinend ermöglicht, dass Nicht-Teslas, beispielsweise der VW ID.3 oder der Hyundai Kona Electric, die damit wohl kompatibel sind mit den Anschlüssen, ist auch nochmal eine Wissenschaft für sich, dass die an Superchargern in Europa umsonst tanken konnten. Also tanken in Anführungsstrichen, also aufladen. Eigentlich sind die wohl dafür gedacht, dass die halt eben über so ein Software-Handshake das mit dem Tesla koppeln und die dann entsprechend dann auch ihr Konto geknüpft haben und entweder umsonst laden können oder das entweder berechnet wird über das Tesla-Konto. Und das findet wohl nicht statt und das ermöglicht dann halt auch entsprechend den anderen Nicht-Teslas, die diesen Anschluss benutzen, damit halt laden zu können. Und dann wird eben auch nichts berechnet, weil es gibt ja keinen digitalen Handshake, wo das irgendwie verknüpft wird. Die Teslas haben ja auch die Tesla Superchargers haben ja auch keine, weiß nicht, hier Displays oder wo man eine Karte durchzieht. Da ist ja einfach nur das Charging-Teil und da steckt man rein und dann läuft alles automatisch. Ja, man weiß nicht,
ob da jetzt nochmal ein Riegel vorgeschoben wird oder die Software angepasst wird oder wie schnell. Das heißt, ihr könnt es ja mal ausprobieren, ob ihr da tanken könnt. Was Schlimmes kann ja nicht passieren, das kann ja anscheinend nicht berechnet werden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's dann auch schon für heute, für den Montag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.